Hingabe ist eine Dimension, die dir erlauben wird, hindurchzusegeln, selbst wenn du den Weg nicht kennst. Dies ist sehr wichtig. Wenn du jemals in unerforschten Gefilden warst, selbst in physischem Terrain, brauchst du etwas, mit dem du hindurchsegeln kannst, wenn du dir über den Weg nicht sicher bist. Wenn es zu den inneren Dimensionen kommt, ist es immer das erste Mal für dich. Also wirst du nie wirklich den Weg kennen. Aber mit Hingabe in deinem Herzen kannst du hindurchsegeln, ohne die Distanz zu kennen, ohne das Gelände zu kennen, ohne zu wissen, ob du genug Kraft in dir hast oder die Fähigkeit, es zu schaffen. Dennoch kannst du es machen. Es gibt eine wunderschöne Geschichte. Ein Yogi von über 80 Jahren kam in die Nähe des Vorgebirges der Velyangiri-Bergkette. Er wollte hochsteigen. Nun, diejenigen von euch, die schon mal dort oben waren, werden wissen, dass es ein sehr anstrengender Aufstieg ist. Es ist ein harter Aufstieg, 7 Hügel hoch, fast 1800 Meter über dem Meeresspiegel, aber ein steiler Anstieg. Also die Leute, die im Vorgebirge Geschäfte machen, sie sind dort, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie sind immer im Vorgebirge, sie sind nie den Berg hochgegangen. Solche Leute haben sich über ihn lustig gemacht und sagten, »Hey, alter Mann, du denkst, du kannst den Berg hoch?« Selbst junge Menschen schaffen es nicht. »Du denkst, du kannst das? In deinem Lebensalter?« Dann sagte der Yogi, »Mein Herz ist bereits dort.« Mit Velyangiriandavar. Mein Körper wird sowieso folgen und irgendwie dahin gelangen. Ich weiß nicht, wie ich dahin gelangen werde. Dies ist die Kraft der Hingabe. Mit Hingabe in deinem Herzen kannst du Dinge tun, die du nie für möglich gehalten hättest in deinem Leben. Mögest du die Glückseligkeit, das Staunen und die Kraft kennen, ein Anhänger zu sein. Bei Hingabe geht es nicht um etwas oder jemanden. Es ist die Art und Weise, wie du bist.